Guten Tag, geehrte Mercedes-Benz-Liebhaber. Mit euch bin ich, Sergei Kolmogorov, und mein Mercedes-Benz C180, Baureihe B202, Jahrgang 93. Heute werde ich euch zeigen, wie man einen zerbröselten und veralteten Kabelbaum für die Einspritzanlage nachbaut. Günstig, aber qualitativ wertvoll und entsprechend der DIN-Norm. Viel Spaß dabei! Das ist also unser Motorraum und Kabelbaum, welches wir nachbauen wollen, befindet sich hier unter dieser Abdeckung. Muss man erstmal richtig lesen, das ist gefährlich, also seid vorsichtig. Da ist Strom. Die Kabel verlaufen hier unter dieser Abdeckung, gehen nach hinten und teilweise gehen hier drunter in die Verteilung und werden dadurch andere Stecker an das Bordsystem angeschlossen. Und damit ich an diese Kabel rankomme, müssen wir als allererstes hier unsere Luftführung entfernen. Darunter befindet sich unser Luftfilter, der ist mit wenigen Schnallen gesichert. Diese müssen wir lösen. Geht recht einfach, ihr braucht kein Werkzeug dafür. Und übrigens, wenn ihr beim nächsten Mal Luftfilter austauschen wollt, sind das eigentlich nur diese einzigen Schnallen, die gelöst werden müssen, damit ihr überhaupt an den Luftfilter rankommt. Und da ist es. Um das auszutauschen, müsst ihr eigentlich nur diesen Filter rausnehmen und einen neuen einfach reinsetzen. So einfach ist das. Mehr ist das gar nicht. Und nur zu der Luftführung, die ist hier gesichert. Durch diese Schnalle, die werde ich gleich lösen. Wir haben hier einen Temperatursensor drin. Diesen muss man ausstecken. Geht auch ohne Werkzeug. Es sind hier zwei Nasen, die gedrückt werden müssen. Und dann ist er schon lose, muss nur rausgezogen werden. Seid vorsichtig, weil die Teile sind hier recht empfindlich, damit ihr keinen neuen Sensor nachkaufen müsst. So, dann haben wir hier eine Luftführung in den Motorblock. Ich weiß nicht, wofür die da ist, aber anscheinend hat es ihren Sinn. Um die Schelle zu lösen, braucht ihr nichts weiter als einen Doppelschlitzschraubenzieher. Das wird gegen Uhrzeigersinn gedreht und schon ist die Schnalle gelöst. Jede bewegt sich, das reicht vollkommen aus, um die Luftführung auszubauen. Dabei ist zu beachten, dass man unter dieser Stelle zwei Nasen hat. Um die Luftführung abzubauen, muss man sie ganz klein wenig in diese Richtung nach links bewegen, so dass sie aus der Drosselklappe rauskommt. Hier diese Führung, die ist aus Gummi, also ihr braucht keine Angst haben, die geht nicht kaputt, wenn sie nicht zu alt und zu trocken ist. So, jetzt habe ich das aus der Drosselklappe raus, ganz wenig nach links und hier diese Luftführung auch einfach ausziehen. Da ist keine Halterung, nichts, ist einfach ein Schlauch. So, und die Luftführung ist ausgebaut. Mein Vorschlag, wenn Sie die Luftführung ausgebaut habt, hier befindet sich eine sehr empfindliche Drosselklappe. Diese würde ich euch raten, mit irgendeinem Lappen, der idealerweise mit Öl ein wenig durchtränkt ist, zuzumachen, damit kein Dreck reinkommt. Weil alles, was hier reinkommt, fliegt auch sofort in den Zylinder rein. Und alles, was nicht in den Zylinder gehört, kann diesen beschädigen. Also immer schön aufpassen, dass da kein Dreck drin ist, bevor ihr das alles wieder zusammenbaut. Sehr wichtig. Ansonsten droht Motorschaden. Die Drosselklappe habe ich jetzt abgedeckt mit einem Lappen, wie gesagt. Als nächstes kommt diese Abdeckung. Die versteckt von uns einige Sensoren von der Kurbelwelle. Es ist sehr heikel, das abzunehmen.
Da sieht man schon, dass einer es irgendwie falsch gemacht hat. Es gibt einen einfachen Trick, wie sie diese Abdeckung losbekommen. Man muss die Hand hier reinstecken und diese Nase zu sich ziehen. Da ist ein Einrastkopf, der hält das Ganze. So. Und hier sehen wir zwei Sensoren, vermutlich für den Stand der Kobra-Welle. Wer weiß, schreibt das einfach in die Kommentare, damit wir dann später genau wissen, was wir da restauriert haben. Ich versuche auch gleich herauszufinden, welche Kabel zu diesem Kabelbaum gehören. Und auf jeden Fall gehören dazu diese vier Stück. Einmal hier der Stecker, der zweite Stecker. Da sieht man schon, dass die richtig zerbröselt sind. Da habe ich schon versucht, die irgendwie auf provisorische Art zusammenzupflücken, damit das Auto wenigstens fährt. Aber es hat nichts gebracht, deswegen wird der Kabelbaum jetzt neu gebaut. Und die gleichen zwei Stecker für die beiden anderen Zylinder hier an der hinteren Seite. Die gehen hier, da sieht man der schlecht wegen Beleuchtung, die gehen hier durch und gelangen auch unter diese Abdeckung von dem Kabelbaum, die wir später ausbauen. Die Abdeckung, die geht nach hinten, also schauen wir gleich, was hinten für Kabel sind. Ich vermute, das ist der Temperatursensor, der geht unter die Abdeckung von dem Kabelbaum, ja. Und da ist ein zweiter Kabel und der geht irgendwo in den Motorraum rein. Ich kann es von hier nicht sehen. Ich muss etwas überlegen, wie ich an ihn hier rankomme. So mit der Hand kann ich nicht wirklich reingreifen. Also versuchen. Und da sehe ich wenig. Ich habe ein wenig danach gesucht, wo der Kabel hingeht und habe es tatsächlich herausgefunden. Und zwar geht er unter diesen Auspuffrohren. Doch, Quatsch. Das sind ja die Einspritzröhre. Unter diesen geht er unten durch und verbindet sich durch einen Stecker mit diesem Kabel, der an die Drosselklappe gebunden ist. Und der Stecker, der befindet sich blöderweise hier ganz runter. Man kommt nirgends hier an ihn heran. Und ich habe es mir überlegt, zu anderen Hilfsmitteln zu greifen, damit ich wenigstens weiß, was es ist und wie man es losgelöst kriegt. Und hier übrigens sehen wir noch einen Stecker. Der ist auch mit dem Kabelbaum verbunden. Den müssen wir auch dann lösen und mit ausbauen. Hier die Kabel, die sind noch akzeptabel in Ordnung, also kann man die so lassen. Und der Rest, der geht durch diesen kleinen Schwanz hier nach unten und da gehen, glaube ich, zwei Kabel raus, zwei Bündel. Aber das sehen wir, wenn ich das ausgebaut habe. Um an diesen Stecker ranzukommen, den ich nicht sehen konnte, habe ich mich Folgendes überlegt. Ich habe meinen Laptop genommen, mir bei eBay so eine Endoskop-Kamera gekauft, die war recht günstig, so um die 8-9 Euro ohne Versand. Und damit werde ich jetzt gleich in den Motorraum bzw. unter diese Röhre reingehen und danach suchen, wie die Kabel dort bzw. wie der Stecker befestigt ist. Und die Bilder versuche ich dann von dem Endoskop aufzunehmen und diese euch dann zu zeigen. Das Gute an dem Endoskop ist, ich kann hier die Beleuchtung steuern an dem USB-Stecker. Da ist so ein kleines Rädchen und wenn ich das drehe, dann wird er mal dunkel, mal heller, dass ich alles sehen kann. Und an der Kamera habe ich so einen kleinen Klebestreifen aufgebracht, damit ich weiß, wo das oben und wo unten von der Kamera ist. So, die Kamera läuft jetzt. Wir sehen das Bild hier. Das ist mit dem Bildschirmmonitor, die ich praktisch im Livestream deutlich zeigt. Ich habe jetzt festgestellt, dass ich an meinem Arbeitsplatz sozusagen gerade vier Kameras habe, beziehungsweise sogar fünf. Zwei in meinem iPhone, ein Endoskop, die GoPro, mit der ich das Ganze aufnehme, und noch eine Kamera in dem Laptop. Was für
Zeitalter wir heute haben. Das ist einfach verrückt. Die Zukunft ist schon hier. So, ich werde jetzt gleich in den Motor reinschauen. Hier, da sieht man die Röhre und hier ist der Stecker befestigt. Diesen zeige ich euch gleich in Vollbildschirmgröße, damit ihr das besser sehen könnt. So, ich habe jetzt rausgefunden, wie das Ganze da unten aussieht. Es scheint ein Stecker zu sein, der gesichert ist mit einer Schnalle, die wird zur Seite gedrückt und dann kommt der Stecker von der Drosselklappe raus, ohne weiteres. Aber da ich nicht an diesen rankommen kann, muss ich hier meinen Wischwasserbehälter ausbauen. Das wird gleich eine Herausforderung sein. Dann lass mal was überlegen, wie man das ausbauen kann, ohne alles nass zu machen. Ich habe mir gerade bei Bauhaus so einen Gartenschlauch geholt, 2 Meter durchsichtig, damit ich die Flüssigkeit sehen kann. Und hier einen leeren Kanister, wo Wischwasser drin war. Davor. Wir machen das auf. Und laut Physik müsste eigentlich die Flüssigkeit, die sich unter dem Flüssigkeitsspiegel befindet, einfach nach unten rausgezogen werden. Und das prüfen wir gleich. Ich stelle das absichtlich ein bisschen tiefer, damit es unter dem Wischwasserbehälter ist. Darum ja auch der 2 Meter Schlauch. Ich lege es so richtig an die tiefste Stelle im Behälter, damit ganzes Wasser rausgepumpt werden kann. Sichere ein bisschen so, damit es nicht rausfällt. Jetzt kommt das Unangenehme. Ich muss das mit dem Mund ein wenig vorsaugen. Ja, und vor allem Kinder, zu Hause nicht nachmachen. Die Flüssigkeit ist gefährlich. Auf keinen Fall was schlucken davon. Am besten, wenn ihr irgendeine Pumpe habt oder irgendeine Spritze, dann lieber damit das Ganze rausnehmen, als das Schlucken von dem Zeug zu riskieren. Ich habe es tatsächlich geschafft, die Physik funktioniert in voller Pracht. Hat nicht gut geschmeckt, aber da sieht man, dass die Flüssigkeit langsam hier in den Behälter rüber wandert. Ich lasse es erstmal laufen, bis der Behälter leer ist und dann können wir diesen hoffentlich ausbauen. Ich sehe hier schon eine Schraube, die anscheinend das Ganze festhält. Nun bin ich fertig mit dem Auspumpen. Wie man sehen kann, habe ich beinahe das gesamte Wasser hier rausgepumpt. Und jetzt kann man den Wasserbehälter ausbauen. Zum Lösen dieser Befestigungsschraube benutze ich eine Zehnernuss. Ja, seid vorsichtig, da ist eine Scheibe. Und die Schraube würde ich gleich irgendwo einstecken oder in dasselbe Gewinde reinschrauben, damit es nicht verloren geht. Hier sieht man meine GoPro-Kamerasteuerung von dem Smartphone, das ist geil. Diese Entwicklung, wie gesagt, heute ist schon die Zukunft, die erleichtert immens die Arbeit. Mal sehen, ob sich
der Frischwasserbehälter bewegen lässt. Das war tatsächlich noch eine einzelne Schraube, die das festgehalten hat. Die drehe ich gleich rein. Weg mit dem Ding. Vorsichtig mit Verkabelung. Hier ist eine Pumpe, die das Wasser zu den Scheibenwischer befördert und die Stromversorgung. Nicht, dass es abbricht, ansonsten habt ihr immer eine dreckige Windschutzscheibe. Hier ist übrigens eine Nase zu sehen, die das Ding an dem Platz hält. Hier sieht man auch das Ohr, wo die Nase reinkommt. Seid nicht zu böse, wenn ich die Begriffe vertausche. Die sind für mich unbekannt. Ich benutze halt die Wörter, die mir am besten passend erscheinen. Und ihr habt ja eure Kommentare, da könnt ihr mich korrigieren, netterweise. So, der Wischwasserbehälter ist ausgebaut und wir haben jetzt hier, wie vermutet, sehr viel Bewegungsraum. Freiraum, wo ich mit meinen Händen reinkommen kann. Ja, da sieht man schon diesen Stecker, den wir lösen müssen, und zwei Muttern. Die sind genau an dem Motorblock befestigt. Ja. Die Ingenieure, die haben sich bestimmt was dabei gedacht. Aber man könnte es vielleicht auch ein bisschen benutzerfreundlicher gestalten. So, durch meine Dreharbeiten ist mir in meinem Smartphone der Saft ausgegangen. Deswegen unterbreche ich erstmal die Auseinandersetzung mit dem Motor. Ich zeige euch noch kurz die Befestigungsschrauben, die wir als nächstes lösen müssen von dem Kabelbaum. Das ist diese hier, die Schraube. Eine Schraube befindet sich hier und eine ist ganz unbequem hier hinten. Aber wir haben alle Werkzeuge, die wir dafür brauchen, um diese zu lösen. Und ich gehe gerade meine Akkus nachladen, damit wir weiter drehen können. Gut, ich werde jetzt gleich die Akkus laden. Und wir gehen dann weiter filmen nach außen. Wie eigentlich sehr viele Jungs auch, träume ich von einem Ferrari. Da kann man es sogar sehen hier. Habe ich persönlich von Ferrari Autohaus geschenkt bekommen, ein Booklet. Aber als ich das Fahrzeug gefahren bin, habe ich festgestellt, dass Komfort im Innenbereich eigentlich weniger ausgebaut ist, als man es von außen vorstellt. Und da muss ich Ihnen zugeben, bei Mercedes ist der Komfort viel, viel höher. Ganz zufällig habe ich heute früh eine Sendung von Grip gesehen, eine neue Sendung, und es wurde dort die neue E-Klasse von Mercedes vorgestellt, die AMG E63S war das, und es ist ein Satz gefallen, dass dieses Fahrzeug in ungefähr gleicher Zeit auf 100 beschleunigt wie Ferrari, und da muss ich ehrlich zugeben, habe ich wirklich überlegt, ob das ein Grund dafür sein könnte, mein Traum zu überdenken und mir vielleicht eher ein AMG zuzulegen, als nach einem Ferrari zu jagen. Der neue Mercedes AMG E63S. Von 0 auf 100 geht's in 3,4 Sekunden. So schnell wie im Ferrari 458 Italia. Meine Akkus alle aufgeladen und wir können weitermachen. Als erstes habe ich mich entschieden, alle Kabel mit so einem Isolierband zu markieren, damit ich später weiß, was an welcher Stelle war und wohin kommt. Die neuen Drähte, die müssen ja auch richtig konfiguriert sein, damit kein Kurzschluss und kein Elektrikschaden entsteht. Das mache ich gleich.
So, ich habe jetzt alle zugänglichen Kabel markiert mit farbigem Isolierband. Wenn ihr sowas nicht habt, dann könnt ihr einfach irgendwelche Zettel ankleben, damit nichts verloren geht und nichts vergessen wird. Ist ja ganz gefährlich, wenn Kabel falsch angeschlossen werden. So, als allererster mache ich mir ein Bild von der Halterung des unteren Kabels, damit ich das am einfachsten lösen kann. Wenn das gelöst ist, dann sind die anderen Sachen easy. Ich habe mir ein Foto davon gemacht, wie die Schrauben aussehen. So, als nächstes löse ich die Verbindung zwischen Drosselklappe und dem Kabel. Dafür entferne ich hier so einen Bügel, der hin und her bewegt wird, und ziehe den Kabel aus. So, da sehen wir hier diesen Stecker mit 8 Kontakten. Das geht runter. Und jetzt müssen wir diese Dose lösen. Ich habe hier schon meine GoPro installiert, damit man es besser sieht, wie ich diesen Stecker hier abschraube. Und los geht's. Es ist nicht so einfach, hier diese Schraube aufzudrehen, ohne dabei die Mutter zu verlieren. Deswegen halte ich sie hier so fest mit dem Finger, damit sie nicht runterfällt, und schraube diese Schraube hier vorsichtig raus. Die Schraube ist raus. Diese lege ich in die Tasche rein, damit sie nicht verloren geht. Und jetzt ganz vorsichtig die Mutter rausnehmen. Das ist sie. Jetzt kommt die zweite. Das wird auch ein Akt sein, diese wieder zurück einzubauen. Ich habe jetzt die Steckdose in der Hand und in diese wird der Stecker von der Drosselklappe reingesteckt. Hier sind zwei Halterungen für die Schrauben. Das ist der Bügel nochmal, der den Stecker hält. Und dieses Ende von dem Kabelbaum ist jetzt lose. Steht nichts im Wege, diesen auszubauen. Als nächstes, um an die Kabel ranzukommen, muss ich einige Kabelbinder losschneiden, weil sie die Drähte von Kabelbaum mit anderer Elektronik zusammenhalten. Das ist einer hier und ein breiterer hier. Die beiden werde ich gleich abschneiden. Und zum Abschneiden benutze ich so eine Seitenschneiderzange. Seid dabei vorsichtig und zerstört keine andere Kabel. Weil Kabel sehr nah an dem Kabelbinder liegen, am besten mit kleineren Schnitten ganz vorsichtig das Kabelbinder losschneiden. So, zweite ist ab. Jetzt sind diese zwei Kabel, die aus unserer Kabelbaumabdeckung rausgehen, lose und wir können sie weiterverfolgen unter die zweite Abdeckung, die ich gleich auch abnehmen werde. Um diese Abdeckung abzumachen, müssen wir an den Seiten mehrere Nasen
losdrücken, damit die obere Abdeckung nach oben abgenommen werden kann. Das sind, wie ich sehe, ungefähr 6 Nasen. Seid dabei vorsichtig, weil diese Abdeckung aus Plastik ist und die Nasen sehr gerne abbrechen. So muss es nicht sein, aber ich habe nichts gebrochen, deswegen alles im grünen Bereich. Falls was passiert, könnte ich hier die Mercedes-Benz-Nummer sehen. Unter dieser könnte dann dieses Teil bei Mercedes-Benz bestellen. Folgendes, wo jetzt die Abdeckung lose ist, wo ich jetzt alle Kabel einsehen kann, muss ich diese zwei Stück, die mit Isolierband oder was immer das auch ist, verfolgen. Und eins davon habe ich schon rausgesucht, geht in diesen Kasten rein. Bis jetzt hatte ich mit diesem Gerät noch nie zu tun gehabt, deswegen habe ich überhaupt keinen Plan, was da drunter ist. Das werde ich später abnehmen und ich vermute, da ist ein Stecker, den ich bis jetzt noch nicht gefunden habe. Der muss irgendwo hier drunter sein. Das zweite Kabel, der geht hier unten durch. Da sieht man jetzt hier Vorscheine und der geht unter eine weitere Abdeckung und diese werden wir gleich auch abnehmen. Um die zweite Abdeckung abzunehmen, habe ich Wischwasserbehälter wieder zurückplatziert, nicht festgeschraubt, einfach reingesetzt, um euch zeigen zu können, dass man hier eine Nase hat. Hier ist eine Gummihalterung, hier ist eine zweite Nase und hier drunter hält er sich praktisch mit einer dritten Nase an einem Gehäuse von dem Auto. Diese Nase bekommt man raus, indem man es ganz vorsichtig nach unten drückt und schon ist sie raus. Bei zweiter Nase hat man es noch leichter und wenn man die zwei Nasen raus hat, dann löst sich auch die dritte Halterung von alleine raus und so hat man die Abdeckung frei. Da poste ich noch die Mercedes-Benz-Nummer. Wie bei den anderen Fahrzeugteilen könnt ihr diese einfach nachbestellen, im schlimmsten Fall. Das zweite Kabel, was ich verfolgt habe, der geht jetzt hier und unter den Kotflügel durch und man sieht, dass ein Strang in diese Richtung geht, zu diesem Stecker. Diesen werde ich gleich ausbauen bzw. ausstecken und die zweite Abzweigung, die geht hier durch zu dieser dicken Stelle und eins davon versteckt sich auch hinter einem abgedeckten Kasten, den können wir gleich auch machen. Da sind zwei kleine Nasen, die an sehr vielen Stellen hier bei allen Abdeckungen, diese muss man einfach seitlich ausziehen und dann geht die Abdeckung auf. Da sind von beiden Seiten zwei Nasen. So, und da sehen wir, dass dieser Kabel, die Nummer ist hier ein wenig beschädigt, aber ich werde die Fotos davon auch euch zur Verfügung stellen. Und das ist hier mit einer Mutter befestigt. Und der zweite Kabel, ein ganz kleiner, brauner, der geht unter dem Wischwasserbehälter. Und ist dann die Masse von dem Fahrzeug gebunden mit einer Mutter auch. Hier muss man krimpen, wie ich sehe. Und es ist unmöglich, wie ungeschützt die Kontakte hier bloß da sind. Aber das werde ich hoffentlich besser machen. Zuerst, bevor ich die Kabel ablöse, eine ganz wichtige Sache, wie alle anderen Kabel, markiere ich auch diese mit einem farbigen Isolierband.
damit ich später weiß, um welche Kabel es sich handelt. So, jetzt sind alle Kabel markiert. Ich mache noch ein Foto von diesen. Und jetzt steht mir nichts mehr im Wege, diese Kabel von dem Auto zu trennen. Bevor ich meinen Kabelbaum vollständig aus dem Motorraum löse, muss ich diesen Stecker ausziehen und die anderen zwei Stellen, die in die Masse des Fahrzeugs gehen, auch abschrauben. Es ist sehr schwer bei diesem Stecker, und zwar weil der nicht einfach so reingesteckt ist, sondern der hat hier so eine Verstärkungsschiene, die in diese Richtung und wieder zurückgeschoben werden kann. Und damit der Stecker rausgeht, müssen diese kleinen Stangen oder was immer das auch ist, diesen Stecker bzw. durch diese Schiene praktisch nach oben befördert werden. Da sieht man die diagonalen Unterstützungen, die praktisch den Stecker nach oben schieben müssten, wenn man es in diese Richtung schiebt. Und umgekehrt, wenn man den Stecker reinsteckt, muss man die Schiene in diese Richtung schieben, damit der Stecker gesichert wird. Und so sieht es von unten aus in diesem Stecker. Die Teilenummer werde ich gleich abfotografieren. Diesen Stecker habe ich jetzt gelöst. Da sind nur drei Kontakte drin. Als nächstes löse ich diesen Kabel, den wir in diesem kleinen Kasten haben. Bei dieser Mutter handelt es sich um eine 7 mm Mutter. Dementsprechend benutze ich auch 7 mm Schlüsselkopf. Und schon ist es gelöst. Jetzt kann man es mit Finger rausschrauben. So, die Scheibe ist ab. Die setze ich gleich wieder zurück und schraube oben drüber die Mutter drauf, damit die Sachen nicht verloren gehen während der Reparatur. Und damit das alles schön trocken bleibt, mache ich es wieder zu. Und letzte Halterung von dem Kabelbaum löse ich mit einem 10er Schlüssel hier an dieser Stelle unter dem Dischwasserbehälter. Ich habe leider gelogen, und das war nicht die letzte Stelle, wo das Kabelbaum angebunden ist, sondern wir haben ja ganz vergessen, dass es diesen Kasten noch gibt, wo ein Strang von dem Kabel reingeht. Und das werde ich gleich aufmachen und schauen, woraus es besteht und was da drin ist. Ich sehe gerade zwei Nasen. Eine ist hier
Und eine ist sehr schwer zugänglich zwischen dem Kotflügel und der Box. Ich vermute, ich könnte da mit einem Einschlitzschraubenzieher reingelangen. Da sehen wir schon unseren Stecker, den wir gleich rausziehen. Ich vermute, ich muss an dieser Bügel hochziehen. Und dann geht der Stecker von alleine raus. Ja, scheint so. Ein bisschen fester ziehen. Ich habe endlich diesen Stecker rausgezogen. Das war für mich überraschend, dass er hier so eine richtig dicke Nase drunter hat. Und ich musste brutale Gewalt anwenden, damit ich das rausbekomme. Also seid gewappnet. Und das war's. Jetzt kann ich meinen Kabelbaum rausnehmen. Hier sind die Sachen in so einem Weichzeug verklebt, damit es nicht zur Reibung kommt, werde ich später genauso verkleben. Vorsichtig, damit man nichts parallel zerstört. Ich muss anmerken, ich habe die Zündung nicht angemacht, deswegen haben wir keinen Strom hier. Also höllisch aufpassen, wenn ihr den Zündschlüssel in den Zündschloss reingesteckt habt und diese Arbeiten dabei durchführt, wo die Zündung an ist, dann könnt ihr einen Stromschlag bekommen. Also aufpassen und fleißig den Schlüssel rausziehen, mindestens am besten Akku trennen. Befindet sich im Kofferraum. Und die Stelle werde ich gleich abdecken, damit nichts Dreckiges reinkommt und keine Wasser. Keine Flüssigkeit. Ich habe zwei weitere Kontakte entdeckt, zwei Stecker, die hier an der Kurbelwelle sitzen, aber die ich ganz vergessen habe. Eins davon löst sich sehr einfach, dieser kleine hier, und beim großen habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, wie das befestigt ist. Man hat hier so ein getrenntes Spannungsring, der hier in dieser Rille drin sitzt und praktisch die Nasen, die diesen Kontakt festhalten, von einem zufälligen Abrutschen schützt. Wenn man dieses Ring nach oben abgesetzt hat, muss man einfach kräftig ziehen und dann löst sich der Kontakt. Und hier sehen wir zwei Kontakte innen drin. Wofür das da ist, weiß ich immer noch nicht, aber ich versuche es rauszufinden. So,
Diesen Kontakt haben wir ab. Und bei diesem kleinen ist es ganz einfach. Man muss es richtig nach oben ziehen. Und dann geht er schon ab. Hier ist ein polierter Stecker. Nichts weiter. So, jetzt haben wir alle Kontakte von unserem Kabelbaum gelöst. Es bleiben nur noch die drei Schrauben, die Kabelbaumabdeckung festhalten und damit auch den ganzen Kabelbaum. Eine der Schrauben befindet sich da hinten. Wie das meiste kann man diese Schraube, wenn sie gelöst ist, auch mit der Hand rausdrehen, damit man sie kontrolliert und nicht rausfallen lässt. Eine 10er Schraube. Die nächste Schraube befindet sich hier unten. Die findet ihr hier hinter diesem Ölfilter, glaube ich. Hier hinter diesem Deckel befindet sich der Ölfilter, vermute ich stark. Ja, da sehe ich schon eine Unterlegscheibe, also ein Grund mehr aufzupassen. Und diese Schraube ist um einiges länger. Ich vermute um das Doppelte als die hintere. Und die letzte Schraube, die Kabelbaumabdeckung festhält, befindet sich vorne, hier unter dieser Abdeckung selbst. Und da haben wir auch es mit einer Unterlegscheibe zu tun. Naja, diese Schraube ist auch kurz. So, jetzt wurden alle Halterungen gelöst, beinahe alle Kontakte gelöst. Hier man sieht sogar, wie diese Kabelbaumabdeckung sich locker hin und her bewegt. Jetzt stecke ich nur noch diese hinteren Stecker raus. Die habe ich bis jetzt nicht berührt. Wie man die raussteckt, ganz einfach. Man hat hier zwei Federn, die muss man zusammendrücken und somit löst man hier diese Nasen, die innen drin sind, und dann kann man den Stecker abziehen. Ja, an den dritten, an den vierten kommt man schwer ran, weil da sehr viele Kabel sind. So, jetzt habe ich diesen auch raus. Ja, nun kann ich das Kabelbaum rausziehen. Hoffentlich. Zuerst nehme ich hier dieses Kabelende ganz vorsichtig aus der Halterung raus und da fällt mir schon irgend so ein Gummiring entgegen. Ist vermutlich ein Schutz für irgendeine Öffnung. Werde ich gleich rauskriegen. So, nun habe ich den Kabel raus. Die sind schwer zu bewegen, weil sie durch den Alter schon richtig eingetrocknet sind. Ah ja, jetzt merke ich, dass ich etwas vergessen habe. Wir müssen noch diesen Kontakt lösen, diesen Stecker ausziehen, damit es nicht abgerissen wird. So, der hat zwei Tasten an den Seiten, die muss man zusammendrücken.
und man kann es abschrecken. Anscheinend geht es nicht ohne diese zwei dicke Kabel zuerst rauszuziehen. Boah, die sind aber richtig eingetrocknet. Sind noch anscheinend extra um andere Kabel drumherum gewickelt, damit es stabiler ist. Aber beim Ausbau ist es natürlich hinderlich. Und wie es nicht schlimmer kommen konnte, entdecke ich gerade, dass es mit irgendwelchen Kabeln verbunden ist, die in das Innere des Motors gehen. Oh, das ist nicht gut. Da muss ich nochmal suchen, wo die hingehen. Herauszufinden, wo die Kabel hingehen, die ich jetzt gerade entdeckt habe, werde ich meine GoPro als Endoskop einsetzen mit USB-Anschluss. Das, was schief gehen konnte, ist schief gegangen. Ich habe eine Nase abgebrochen. Also muss anscheinend doch ein Teil nachbestellt werden. Einen weiteren Kabel entdeckt, der aus diesem Strang rausgeht. Das ist ein dünner Kabel. Nachdem ich hier den Kabelbinder gelöst habe, der hier den Kabel festgehalten hat, sah ich, dass dieser dünne Kabel hier hinten durch zu der Ölwanne geht. Den kann ich einfach so rausziehen. Müsste nichts kaputt gehen dabei. Ich habe gefunden, wo der restliche Kabel hingeht. Und das ist hier anscheinend auch die Masse mit einer Mutter befestigt. Ja, ich werde gleich versuchen, diese Mutter zu lösen. Ist zwar sehr unbequem, wo es sich platziert, aber mir bleibt ja nichts anderes übrig. Die Vermutung, dass die Kabel zu den Zündspulen gehen, hat sich falsch erwiesen und die Nase habe ich umsonst abgebrochen. Ich hoffe, dass die noch hält. Mit sehr viel Mühe habe ich diese 10er Mutter gelöst und rausgeholt.
diese wieder zurück einzusetzen, das wird noch schwieriger sein. Aber wie bei allen anderen Sachen nicht unmöglich. Um die zuletzt entdeckte Mutter zu lösen, habe ich dieses Werkzeug eingesetzt. Ist sehr hilfreich, man kommt damit in alle möglichen Ecken rein und der Griff ist verschiebbar. Also man könnte praktisch, wenn man an dieser Seite stecken bleibt, kurz durchdrehen, den Griff wieder durchschieben und weiter drehen. Also sehr empfehlenswert. Es hängt jetzt alles nur an einem Kabelbinder. Der befindet sich dort drunter. Wenn ich diesen gelöst habe, dann müsste eigentlich, wenn keine Überraschungen kommen, nichts mehr im Wege sein. So, wo ist denn der? Da ist er. Und ich empfehle euch, wenn der so zu lösen ist, den einfach heil zu lassen und dann später wieder verwenden. Ich habe schon die Zahl vergessen, zu welchem Mal ich versuche, endlich diesen Kabelbaum aus dem Motorraum rauszuholen. Ich hoffe, dass jetzt keine weiteren Überraschungen auf mich zukommen und ich das einfach rausnehmen kann. Ja, da brechen schon die ersten Isolierungen. War zu erwarten, weil die viel zu alt sind. Und das Eingeölte ist richtig weich. Wir hätten das gedacht. Also, Öl verschütten tut gut. Aber bricht dabei kein anderes Kabel, weil wir wollen ja nur das Kabelbaum ausbauen. Und nicht die anderen Kabel ersetzen, weil die anderen wären dann viel komplexer. Zuerst hole ich die zwei kleinen Kabel, die ich unter der Einspritzanlage entdeckt habe. Und wenn die hier frei sind, kann er auch die gröberen, dickeren rausholen. Ich freue mich schon auf die neuen Kabel, die sich besser biegen als diese Überreste. Es schaut so lange gut aus. Es schaut soweit gut aus. Nacheinander kommt er raus. Das sieht aus, es erinnert mich an eine Schlange, die sich so richtig eingenistet hat im Motorraum. Aber geil, das kommt raus. So, ich habe jetzt natürlich die Abdeckung vom Kabelbaum wieder zurück angeschraubt, damit sie nicht wegfliegt. Aber da sind ja nur drei Schrauben. Ich muss zugeben, das Austauschen von Kabelbaum stellt sich ein wenig komplexer an, als ich am Anfang gedacht habe. Aber nicht so komplex, dass es unmachbar wäre. Ein Wagenheber wäre natürlich viel praktischer oder am besten noch eine Bühne, mit der man den Wagen hochheben könnte. Aber es geht auch ohne. Wenn er mich fragt, warum ich diese alle Arbeiten mit bloßen Händen durchführe, dann kann ich darauf nur eins antworten. Es sind sehr viele filigrane Teile, die irgendwo versteckt sind, wo man mit keinen Handschuhen der Welt reinkommt. Und ich bevorzuge mit meinen Fingern die Kleinigkeiten zu fühlen,
damit ich nichts kaputt mache. Die Abdeckung hat doch nachgegeben. Ich habe diese Ecke ein wenig hochgehoben, indem ich es in die Richtung von einem Wischwasserbehälter gedrückt habe und ganz sanft nach oben. Und sie ist dann über diesen Ölcontainer drüber gekommen. Jetzt versuche ich das doch in ganzem Stück rauszuholen. Da muss man aufpassen, weil die Einspitzdüsenkontakte sich gerne verfangen in den metallischen Abdeckungen. Da muss man immer schön mit den Fingern nachhelfen. Ein ganz kleines Stückchen ziehen. Ja, hier, da hat sich wieder ein Kabel verfangen. Ganz leicht ziehen, damit keine andere Kabel beschädigt werden. Natürlich die ganze Isolation, die geht Flöte dabei, weil sie schon richtig alt ist und ausgetrocknet. Die hat überhaupt keine Flexibilität mehr. Und so viele Kabel hier dran hängen, versucht sich ständig etwas irgendwo zu verfangen. So. Drosselklappe wieder zu. Mein Handy-Akku hat sich wieder verabschiedet von so vielen Aufnahmen. Ich zeige euch hier den ausgebauten Kabelbaum. Alles fleißig mit farbigem Isolierband markiert. War nicht umsonst die Mühe, stelle ich gerade fest, weil so viele Kabelenden da dran hängen, man kann sich schnell verzetteln und etwas vergessen. Obwohl ich merke, dass hier gerade ein Isolierband während des Ausziehens verabschiedet hat. Naja, aber es sind immer noch genug da, um zu verstehen, wo was war. Ich habe mein iPhone an den Batterieextender angehängt, um euch einfach das Endergebnis zu zeigen, damit ihr später beim Ausbau einen besseren Überblick habt, was da alles ausgebaut werden muss und wo diese Kabel verlaufen bzw. wie lang die sind. Nice. Vor allem die Stelle in der Mitte, die ist sehr knifflig. Und jetzt kann ich wieder in die Wohnung reingehen und dort mit dem Zeug weitermachen. Damit sind wir mit dem ersten Teil der Trilogie durch. Ich danke jedem, der das bis zu Ende geschafft hat. Unterstützt bitte meinen Kanal, indem ihr das abonniert und die Glocke anklickt. Ich freue mich auch riesig über eure Likes. Das unterstützt mich mental, weil sehr viel Arbeit dahinter steckt. Und wir sehen uns im zweiten Teil, wo ich das Kabelbaum zusammenpflücke.